Du, einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Donnerstag, der 10. März. Mein Name ist Carlos Martins. Sie hören uns live aus dem Traders Club 24. Wir bereiten uns auf unseren DAX-Trade vor. Wir messen mal heute Morgen die Trading Range 123. Wir bleiben definitiv heute nach wie vor auf den 20er-Level mit unseren Boxen. Ja, was ist passiert gestern? Wir haben gestern gesehen eine riesen Rallye im DAX. Ja, und wenn man in die Statistik schaut, und wir befinden uns ja offiziell in einem sogenannten Bärenmarkt. Der Bärenmarkt, sagt man ja, ab 20% Kursrückgang ist man in einem Bärenmarkt. Und diese Bewegung, die wir jetzt gesehen haben, sind typisch für einen Bärenmarkt. Und das kann durchaus sein, dass wir, nachdem jetzt alles wieder ein bisschen Ruhe einkommt, dass der Markt nochmal neue Tiefs macht. Also nicht, also ich habe die Glaskugel nicht auf dem Tisch, aber es kann durchaus letztendlich sein. Also gefährlich zu sehr würde ich noch nicht die Champagnerkorken hier knallen lassen, dass wir das Schlimmste hinter uns haben. Ja, also auf. Passen. Das sagt zumindest die Statistik. Wenn man die typischen Bewegungen eines Bärenmarktes analysiert, gibt es immer solche Bounce. Gestern war natürlich in der Geschichte des DAXes der größte Kursanstieg an Punkten, den es gab bisher. Aber wir sind auch, kommen ja von sehr weit oben. Insofern sollten wir da ein wenig aufpassen. Gut, das bedeutet, wir gehen jetzt erstmal nach wie vor. Bereiten wir uns so vor, dass wir unsere Bewegungen erst ab 9 Uhr nach wie vor machen hier. Und das bedeutet, ich platziere noch nicht bei 13,6 oder bei 13,7 meine Order, sondern wir gehen direkt jetzt erstmal rein in unsere Dailies. Und heute fangen wir von oben an mit den DAX. Neues Chartfenster. Rechte Maustaste Vorlage, Zickzacklinie. Und gehen auf Daily und sehen denn gestern hier diesen Bereich. Ja, und wir erinnern uns, was wir immer wieder hier rangelegt haben. Wir haben jetzt von dem Corona-Tief 20 haben wir 38er Retracement, 50er ist hier, Trendwechsel hier komplett ist bei 11, 12, 87. Wenn wir das Tief nehmen, was wir letztes Jahr hatten hier im Oktober, dann haben wir hier das 61er, was durchbrochen ist und was eigentlich dafür spricht, dass wir hier neue Tiefs sehen. 76,2 hat erstmal gehalten. Und jetzt können wir das Ganze, meine Damen und Herren, um jetzt nicht zu sehr in die Esoterik und Kaffeesatzleserei umlegen, einmal mal auf die andere Seite legen und sagen, wo befinden wir uns? Wir haben hier das Hoch. Wir haben hier das Tief. Und wie ihr wisst, ja, von der Bewegung haben wir jetzt gestern das Tief erlebt und jetzt geht es gestern nach oben. Und wir befinden uns aktuell bei dem Klassiker 38,2. Das heißt, von dieser Abwärtsbewegung 1, 2 Erholung kurze, durchaus denkbar, dass wir hier drehen. Ein Trendwechsel jetzt hier von dieser Abwärtsbewegung wäre dann erst bei 14.000 und diese Marke kennen wir sehr gut. 14.800, das war nämlich die Marke, die uns die letzten Wochen immer wieder hier begleitet hat, da wo der Markt eigentlich den Breakout getätigt hat bei 14.8. Also 38er Retracement sind wir jetzt angekommen, das ist komplettes ja, normal, abwärts zurück und ja, das nur ein kleiner Hinweis, kein. Ihr seid alt, alle alt genug, aber durchaus im Hinterkopf vielleicht behalten. 4 Stunden Short, Stunde sind wir Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Der nächste Markt habe ich hier ist Gold. Und wir gehen dort auf Daily. Und wir sehen hier oben, da ist der Deckel drauf. Beim Gold 2000, 2069 sehen wir hier oben sehr schön zu sehen. Im Daily 4 Stunden. Long Stunde sind wir Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Öl.
Daily sind wir long. 4 Stunden sind wir long. Stunde short. 30 short. 15 short und 15 long und 5 Minuten auch long im Öl. Gestern war das Tief im Öl wieder bei 100 glatt hier. Technologiebörse Nasdaq. Daily short. 4 Stunden short. Stunde long. 30 long. 15 short und 5 Minuten auch short. So, Vorlage nochmal neu. S&P 500. Daily Short. 4 Stunden Short. Stunde Long. 30 Long. 15 Short und 5 Minuten auch Short. Dow Jones. Daily Short. 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Und dann gehen wir runter zu den Bitcoins. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Also da ist wieder alles Richtung Süden. Gut, wir sind bei 13.800. Wir sehen es hier aktuell, kein Gap. 13.800. Wo kommt die Vola-Box rein? Auch da schauen wir uns das Ganze mal an. Die Vola-Box im DAX 13.854. Das bedeutet, hier oben kommt sie rein. Ja, wir haben, Sie sehen es, kräftige Bewegung. Wir warten ab 9 Uhr. Dann starten wir hier gemeinsam mit dem Trading. Also in 20 Minuten allen noch erfolgreichen Start. 17 Sekunden noch bis zum Start. 13, 12. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 und los geht's. 9 Uhr. Wir lassen die erste Minute mal sausen. Wir haben oben eine Big Number, eine Rollerbox. Erste Minute lassen wir mal passieren, aber wir sehen eigentlich relativ ruhig. 15er Box, bei den Vola-Boxen bleiben wir jetzt und Big Number gehen wir auf 20. Und Penny Box ist aktiviert. Big Number, erster Trade Short. Wechseln hier unten die Vola-Box, gehen erstmal in die. Das ist natürlich hier ein verkehrter Chart. Ups. Long im zweiten Trade. Und zweiten Trade gehen wir natürlich auf angepasst. Entschuldigung, hier die. Da haben wir den DAX richtig jetzt. Da Einstieg. Und hier müssen wir den und wir sind raus. Der erste Trade für heute Morgen ist raus im dritten Anlauf. Wir machen jetzt hier im Live-Trading-Raum weiter und
Ich wünsche allen YouTubern noch einen erfolgreichen Start und hier geht's weiter. Big Number Nummer 2. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken. Also habt Erbarmen mit mir. Wünsche euch